Es wird überliefert, dass Fatima das Sahara Al-Kawthar geweiht ist. Sie war ein Geschenk an den heiligen Propheten sallallahu alaihi wa sallam, das von Allah erkannt wurde. Und sie schenkte Muhammad die besten Söhne, die jemals lebten, Al-Hassan wa Al-Hussein, Sayyidi Shabab Ahl al-Jannah. Aber auch seine Ummu Kulsum dürfen wir nicht vergessen. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat über Fatima das Sahara alaihi sallam gesagt: Fatima ist ein Teil meines Wesens, das Licht meiner Augen und die Frucht meines Herzens. Sie ist der Geist und Leben, die in meinem Inneren innewohnt. Sie ist eine Paradiesfrau im Gestalt eines Menschen. Fatima ist auch und ist aus meinem Fleisch. Wer sie quält, hat mich gequält. Und wer ihr hilft, hat mir geholfen. In diesem Sinne bitten wir für einen Vortrag unserem geehrten Professor Mahdi Shahan nach vorne mit einem Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد Ich sollte erst mich bedanken bei meinem Bruder, dass mich Professor ist, aber es ist nicht so, weil um ein Professor werden, sollte besondere Bedingungen erfüllt werden, dass ich nicht erfüllt habe. Das heißt, sollte erst nach Doktorarbeit habilitieren und dann sollte durch irgendwelche Hochschule angerufen werden als Professor. Und das bin ich nicht so. Inshallah. Salam alaikum. Muhammad. So, meine sehr geehrte Brüder und Geschwister, ich bedanke mich, dass Jamiat Shabaul Ershad hat mich hier eingeladen und hat mir eigentlich diese Gelegenheit gegeben, um Sayyidah Fatimah irgendwie dienen. Ich bedanke mich herzlich. Wir haben eigentlich auch einen kleinen Text, das besteht aus einem koranischen Vers und zwei Überlieferungen von Amir al-Mu'minin Imam Sadr al-Salam vorbereitet und unserem Bruder vorbereiten das und zwischen meiner Rede werden das verteilen. Aber weil wir eigentlich Zeit sparen wollen, warten wir nicht auf diese Papier und fange ich an. Ich habe mir gedacht, was sollte ich so eine geistige und ehrliche Veranstaltung sagen, die am Trauertag Sayyidah Fatima Zahra stattfindet. Dann habe ich gedacht, weil Gott sei Dank, Alhamdulillah, hier in dieser Gemeinde so viele junge Brüder und Schwestern teilnehmen, sollte ich vielleicht von einem Thema meine Rede anfangen, das könnte auch in ihrer zukünftigen Perspektive, vor ihrer Zukunft leben, hilfreich sein. Und von diesem Anfang landen wir inshallah zu einer klaren Rede über Fatima Zahra sallallahu alaihi wa sallam. Es gibt eine koranische Vers in Surah Rum, Vers 21. Allah Ta'ala sagt, Bismillahirrahmanirrahim. Ich wiederhole, weil ich weiß, dass fast alle Brüder und Geschwister, die hier teilnehmen,
kennen irgendwie arabische Sprache, auch wenn sie selbst, weiß ich nicht, zum Beispiel libanesische Dialekte sprechen, aber diese Worte sind nicht fremd und sie können diese Verse sofort erkennen und Worte auch verstehen. Dieser Vers sagt, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahmah. So ist dieser Vers. In diesem Vers befinden sich mehrere wichtige koranische Worte, die ganz entscheidende Rolle im Verständnis oder tiefe Verständnis des Korans spielen. Das heißt, wenn man Koran gut verstehen will, mehrere Worte, die sich in diesem Text befinden, sollte verstanden werden und gut eigentlich bekannt sein. Dieser Vers fängt so an. Wa min ayatihi. Ayat ist Pluralform von Aye. Und Aye ist was? Zeichen. Wie in deutscher Sprache, Zeichen ist Nomen von Verb zeigen. Zum Beispiel, ich zeige jetzt mit meinem Finger, weiß ich nicht, Dach oder diese Lampe. Zeigen ist für uns ganz bekannt. Aber es ist sehr interessant, dass Koran alle ungefähr 6666 Verse Aye genannt. Das heißt, wenn ich Koran öffne und sehe zum Beispiel hier, inna hisabuhum illa ala rabbi law tashkurun, das heißt eine Aye auf Deutsch ein Zeichen. Als ob dieses Buch besteht aus ungefähr 6000 Zeichen. Durch jede Seite man sieht diese Zeichen, die Gott zeigt. Nicht in eine Ecke der Welt, sondern von Vielfalt alle Seiten und Ecken, die Koran davon spricht. Manchmal von Männern und Frauen, manchmal von Tagen, manchmal von Erde und Himmel, manchmal von Genies, manchmal von Engeln, manchmal von warm, manchmal von kalt, manchmal von Paradies, manchmal von Hölle. Die sind alle Zeichen Gottes. Und dieses Buch zeigt uns durch jede Bewegung, jeder Satz, jeder Zeichen Gott. Aber Koran steht so weit nicht auf. Das heißt, geht weiter. Koran beschreibt uns, dass man kann seine Sehensweise ändern. Durch unsere normale Sehensweise sehen wir die Tatsachen der Welt nicht als Zeichen Gottes, sondern als normale Tatsachen der Welt. Hier ist zum Beispiel, weiß ich nicht, das Wasser. Hier ist Dach, das ist meine Jacke, das ist mein Handy und so weiter und so fort. Und die sind normale, reine Vielfalt. Wie meine ich bei Vielfalt? Ja, die sind viel. Koran spricht auch von dieser Vielfalt. Manchmal sagt Al-Hakum Takathur. Takathur kommt von Kathra. Kathra ist Vielfalt. Das heißt, Vielfalt der Welt hat ihrem Herz zum sich gezogen, ihrem Augen, ihrem Leben zum sich gezogen. Ja? Al-Hakum Takathur spricht von Takathur. Und
Takasur stammt aus Kafra, Vielfalt. So, Koran spricht von Vielfalt und gleichzeitig sagt, besteht diese Möglichkeit, dass wir unsere Augen waschen, anders sehen. Und durch diese Anderssehen gesamte diese Vielfalt als Zeichen Gottes sehen. Ja? Und in diesem Raum, in diesem Zusammenhang, Koran sagt, وَمِنْ آيَاتِهِ أَلْخَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. Unter anderem, eine von vielen Zeichen Gottes ist diese Tatsache, dass Gott hat von ihrem Wesen, von ihren Seelen, von ihrem Selbst vor sie khalaqalakum min anfusikum, von ihrem Selbst khalaqalakum min anfusikum azwaja. Was ist so? Vor Mann, meine Frau. Vor eine Frau, ein Mann. Das heißt, diese Wahrheit, diese Tatsache, dass Mann und Frau miteinander heiraten wollen oder können, ist selbst ein Zeichen Gott. Zeichen des Gottes. Das heißt, sehen Sie nochmal diesen arabischen Text, Sie verstehen das vielleicht besser als meine nicht so perfekte Deutsch. Wa men ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Das heißt, diese Azwaj, die Gott von unserem Selbst vor uns geschöpft hat, erschaffen hat, ist ein Zeichen Gottes. Jetzt ich frage euch, ist in jeder Heirat Mann oder Frau, ist jetzt als eine bestehende Möglichkeit, bestehende Wahrheit, Mann und Frau Zeichen Gottes, oder es ist möglich, dass wir nach unserem Heirat unsere Frau oder unseren Mann als Zeichen Gottes auch sehen und betrachten. Was heißt das? Salat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Das heißt, wiederholen wir nochmal diese Bedeutung von Wort Zeichen. Ich sollte sagen, dass Bruder Hassan hat mir gesagt, dass ich habe maximal eine Stunde Zeit. Ich verspreche, dass ich werde nicht diese maximale Zeit mehr sprechen, sondern versuche weniger zu sprechen. Aber das heißt, Sie sollten ungefähr noch 40, 50 Minuten nicht mehr reden. Das heißt, bitte seien Sie vorbereitet, um diese Zeit irgendwie zu holen. Wenn ich hier, nehmen wir das als ein Zeichen, wenn ich hier ein Zeichen sehe, sofort wendet dieses Zeichen mich zum Gezeigten, was dieses Zeichen zeigt. Das heißt, wenn Koran sagt, خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, sollte heißen, nach unserem Heirat sollte ich ihn meine Frau und meine Frau ihn ein Zeichen zum Bund sehen. Die Frage ist wie? Und wir versuchen jetzt durch diesen Vortrag das ein bisschen beleuchten, erklären,
um meine Brüder und Geschwister auch hier in Deutschland, in Berlin, im Herzen des Europa auch über Heiraten auch eine heilige islamische Gedanke bekommen. Sie wissen, dass Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, man tazawwaja faqad ahraza nisfa al-jannah. Jemand, der heiratet, erreicht Hälfte von seiner Religion. Oder von ihrer Religion. Man tazawwaja faqad ahraza nisfa al-jannah. Einige Interpreter interpretieren diese Überlieferung so, dass weil durch Heiraten, ich sollte offen sprechen, weil durch Heiraten sexuelle Bedürftigkeit eines Menschen erledigt wird und das vermeidet alle Sünden. Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, dass man tazawwaja faqad ahraza nisfa al-jannah. Diese Interpretation ist richtig, aber nicht reichend. Das heißt, das könnte andere Aspekte auch haben. Und einer von wichtigsten Aspekten, die meiner Meinung nach ist normalerweise versehen, aber besteht, man kann durch diesen koranische Vers verstehen. Was sagt dieser koranische Vers? Man sagt, min ayatihi khalaqa lakum wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Jetzt weiter. La taskunu ilayha. La taskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma. Dann bringt Koran drei wichtige Begriffe oder drei wichtige Worte ins Spiel. La taskunu ilayha. Wie sollte ich diese La taskunu übersetzen? Le heißt um und Taskun kommt von Sukun. Sakana heißt ruhig werden. Ruhig sein. Innere Ruhe. Zum Beispiel, ich habe sehr, sehr schmerzhafte Kopfschmerz. Dann bekomme ich, wir sagen auf persische Sprache, bekomme ich einen Musakchen. Wie zum Beispiel Paracetamol. Ja? Und was macht diese Paracetamol? Das Kind. Das heißt, beruhigt meine Kopfschmerzen. Auf persische Sprache, man sagt Musakchen. Das heißt, etwas, das beruhigt. Ja. Koran sagt, ja, wir haben von ihrem Selbst als Wort erschaffen, le taskunu ilayha, um dadurch sie Ruhe erreichen. Ja, le taskunu ilayha. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Und hat Gott zwei andere Sachen auch durch diesen Prozess gemacht. Erst ja'ala bainakum mawaddah und zweitens rahma. Ja? Man soll sich fragen, was ist mawaddah und was ist rahma, das tun wir später, aber erst ein paar weitere Worte über diese Sukun, der Taskun. So, ich habe einen ganz kleinen Jungen. Er ist ungefähr ein Jahr alt. Diejenigen Brüder, die bei mir zu Hause irgendwelche Unterricht besuchen, haben diese Junge manchmal gesehen. Ja? Er ist alles außer ruhig. Ja? Leider ist es so. Und zum Beispiel, wir gehen ins ein Restaurant. Wir wollen Abendessen, ja? Ich betone dieses Wort. Er ist nicht ruhig. So, was ist nicht ruhig?
Er will etwas und das heißt immer etwas anderes. Ja, zum Beispiel, er will erst Wasser. Und wenn er Wasser hat, er will Wasser nicht mehr. Was ist das anderes? Jetzt haben wir zum Beispiel Salz auf dich. Wenn er bekommt diesen Salz, manchmal so, so und dann macht was, ja, was anderes. Er ist nicht mehr ruhig. Ja, leider oder so, Gott sei Dank, ich weiß nicht, aber es ist so. Zu Hause schaltet Fernsehen raus, dann zu, dann raus, dann zu. Dann das. Er will das aus, dann er will zu, dann raus, dann zu. Er will anders. Er ist nicht ruhig. Ja? Ruhig sein, in dem Sinne, wenn ich darüber spreche, heißt grundsätzlich von meiner Natur aus, ich will etwas, dass wenn ich das bekommen habe, will ich nicht was anderes. Dann bin ich ruhig. Ist es klar? Noch ein Wort? Diese Junge, ja, wir sollten, ja, weil dieser Begriff von dieser Letaskun, dieser Sukun, die Koran davon spricht, ist sehr, sehr wesenhaft und wichtig für unsere Diskussion. Wir sollten dabei bleiben, ein paar Beispiele bringen, darauf bearbeiten, um alle feststellen, wie meint Koran bei dieser Sukun. Ja? Koran, nochmal, es ist besser von dir jetzt, besser von Koran, von meinem Jugend. Salam Muhammad wa Muhammad wa Muhammad. So. Diese Junge will jetzt zum Beispiel einen Rad, kleinen Fahrrad. Ja? Er weint und sagt unbedingt, ich will diese Fahrt. Das heißt, etwas in dieser Junge, in meinem Leben, sagt ihm, wenn du diese Fahrrad besitzt, dann deine Schmerzen, dein Ziel, was du suchst, ist erreicht. Ja? Wenn er Fahrrad bekommt, nehmen wir das Fahrrad, bekommt und sieht, dass das war diese Fahrrad, die ich so viel verlangt habe. Und in einer weiteren Schicht sieht das, aber das ist keine Antwort von meiner Suche. Ich will etwas anderes. Heißt das, diese Fahrer hat keine richtige Antwort zu dieser Junge gegeben und er ist nicht beruhigt geworden. Ich habe selbst auch diese Erfahrung von meiner Kindheit. Es war einmal so, haben Sie diesen Film, unbedingt, Sie haben das alle gesehen, diesen Film Star Wars gesehen? Ich denke, Sie haben ihn gesehen. Star Wars, diese... Darth Vader. Ja, diese Darth Vader und solche Sachen, ja. Und es geht um genau diese Darth Vader, ja. Ich war ungefähr 12 Jahre alt oder 13 Jahre alt und ich habe diese Filme gesehen. Und dann war einmal auf Straße spazieren und habe in einem Laden so eine kleine Statue von dieser Darth Vader, von diesem schwarzen Mann mit diesem komischen Anzug gesehen. Ja? So, diese kleine
was würde ich sagen, Puppe oder Figur, war hinter so Schaufenster von diesem Laden. Und ich war in meiner Fantasie, in diese Gedanken, dass, ja, wenn ich diese Figur habe, er wird, ja, ich war, weiß nicht, 10 oder 12, so etwas. Und ich, so, ich bin der Meinung, dass eine 12-jährige Mädchen oder Junge ist sehr klüger als mich, so das besteht so. Ich war in dieser Fantasie, dass wenn ich diese Figur habe, er wird wie Darth Vader in diesem Film für mich sprechen und spielen und vielleicht Magie machen und so. Ja, das war in meinem Geist. Dann habe ich mit meinem Vater in einem einwöchigen Kampf so um diese Figur zu kaufen. Ich erinnere, das kostet ungefähr 40 Cent in iranische, so damalige, oder ein bisschen mehr, vielleicht 4 Euro, so etwas, aber hat 4. Und dann am Ende, eine Woche, mein Vater hat gesagt, das reicht, Junge, ich werde das kaufen. So, dann habe ich diese Figur bekommen. Jetzt habe ich diese Figur, offene die Packung, sehr schöne Packung, und lasse diese Figur auf meinen Tisch oder weiß es nicht, irgendwo zu Hause. Aber das gelingt sich nicht. So, das war gerade so. Ja, meine Erwartung. Sehen Sie, meine Erwartung, die mich unruhig gemacht hat, war etwas anderes. Das macht keine Magie. Kann ich kämpfen? Kann ich sprechen? Gar nicht. Das war nicht meine Erwartung. Ich schaue diese Puppe, Figur, vielleicht 2, 5 Minuten und werfe das weg. Das ist unsere Situation und unsere Unruhe. Wir wollen etwas, weil wir der Meinung sind, dass wenn ich das erreiche, dann ich bin perfekt. Meine Unruhe ist erledigt, aber es ist nicht so. Dann dieser Vers zeigt Wichtigkeit und Geheimnisse, die drinsteht, entsteckt, versteckt ist. Durch eine islamische richtige Heirat. In einige Aspekte von ihrem Leben, bekommen sie Ruhe, in dem Sinne, dass ich gesagt habe. Das heißt, diese Ruhe ist Antwort auf einige von ihren Fragen und diese Fragen, diese Verlangen, diese Suche ist durch Heiratet erledigt. Einige davon. Und diese Wahrheit ist so wichtig für diejenigen, die diese Vers auf Deutsch hören wollen. ومن آياتهم خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون in dieser Übersetzung wurde so übersetzt und unter seinen Zeichen ist dies, dass er Gattinnen, aber es ist nicht nur Gattin, sondern Zoj ist für beide Seiten. Zoj ist nicht Gattin, nur, sondern heißt Mann vor Frau, Frau vor Mann. Das heißt, diese Übersetzung sollte ein bisschen besser, verbessert werden. Vor euch, aus euch selber schuf. Das ist ein von seinen Zeichen. Dass er so, ich sage einfach so, vor euch, aus euch selber schuf.
auf dass ihr Frieden bei ihnen findet. Und er hat Zuneigungen und Barmherzigkeit zwischen euch gesetzt. Hierin liegen wahrlich Zeichen für ein Volk, das nachdenkt. Hier hat diese Letaskun oder ja, konnte sie vielleicht so nett sein, dass diese Papier so verteilen, auch in Frauen. Habe ich noch ein bisschen gelesen? Ja, ich sage es. Vorne auf Rückseite. Salwa. Salwa. ثانية على حب الزهراء اللهم صل على محمد وآل محمد. Haben alle die noch? Nein? Vielleicht noch 5, 6 Stück? Machen wir. Ja? So, gehen wir weiter. 9 Stück. Oder vielleicht 10. So. Ich will eigentlich zum zweiten Hadith gehen. Weil ich habe ungefähr 30 Minuten Zeit und ich sollte pünktlich beenden. Dieser Punkt, wenn dieser Punkt ungefähr klar ist, wir gehen einen Schritt weiter. Wie war dieser Punkt? Kurz zusammengefasst war es so: Jeder Mensch, weil Mensch ist, hat Erwartungen, Neigungen, Bedürftigkeiten. Und diese Bedürftigkeiten macht uns unruhig. Und wir suchen auf eine Antwort von dieser Unruhe. Wir suchen nach unserer Frieden. Und diese Frieden, diese Ruhe, konnte nur durch Gott und seine Gnade irgendwelche Antwort finden. Warum sage ich das? Ich rufe zur Erinnerung diese koranische Vers. Passen Sie genau auf, weil dieser koranische Vers hilft uns, um gesamte Diskussion ein bisschen besser zu verstehen. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ayyuhannas. Ayyuhannas ist O Leute, Ayyuhannas. Ayyuhannas antumul, was ist antum? Ihr. Ayyuhannas antumul fuqara'u ila Allah. Wie sollte das übersetzt werden? Antumul fuqara'u ila Allah. Was ist fuqara? Armen. Armen. Bedürftigen. Und Bedürftigen, einfach Bedürftigen? Nein, antumul fuqara'u ila Allah. Das heißt Bedürftigen von Gott. Oder ich werde das so interpretieren: Ihre Bedürftigkeiten kann niemand anders erledigen außer Gott. Oder anders verstanden: Sie sind mit so einer starken, tiefe Bedürftigkeit erschaffen worden, dass nur so eine starke, reiche Allmacht wie Gott das antwortet. Antumul fuqara'u ila Allah. Das heißt, alles außer Gott ist keine Antwort für ihre Faqr, für ihre Armut, für ihre wesentliche Armut. Was heißt das? Das heißt, nur wenn Gott ihre Bedürftigkeiten antwortet, die sind erledigt. Wenn nicht, dann nicht. Anders gesagt.
weil wir jetzt über heiraten und solche Sachen sprechen, benutze ich diese Beispiel. Man hat sexuelle Bedürftigkeit. Gemäß diese beiden koranischen Verse, passen Sie mit die genau? Die sind nur erledigt. Man bekommt seinen Frieden nur, wenn durch Gott und etwas Göttliches diese Bedürftigkeit erledigt wird. Wenn nicht, man sieht, dass Männer haben außer Familie mehr und mehr ungerechte Beziehungen, die befriedigt diese Männer nicht. Man sieht in Deutschland viele Frauen, die haben außer Familie, außer diese göttliche Beziehungen, die erledigt diese innere Bedürftigkeit nicht. Und in dem Sinne, Koran sagt, wenn sie heilig heiratet, diese Sohn, das Gott von ihrem Selbst erschuf, gibt ihnen Ruhe. Sie werden sehen, dass diese Ruhe ist so göttlich, dass sofort wandelt sich zu einer Zeichen und zeigt Gott. Man sieht, dass ich habe so eine Erlangen, so eine Bedürftigkeit. Jetzt, das ist beantwortet, beruhigt und diese Ruhe ist so heilig, das verwandelt sich zu einem Zeichen. Und Koran sagt, sehen Sie nochmal diesen arabischen Text, Gottes Wort wird uns heilen. وَمَنْ أَعْيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. Ja? وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Über Mawaddat und Rahmat sollte ich ein anderer Mann sprechen, weil Mawaddat und Rahmat sind sich so viele islamische Diskussionen, die niemals in einer Sitzung darüber sprechen kann. Mawaddat ist so ein entscheidendes Thema, das Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, Qulla as'alukum alaihi ajran illal Mawaddata fil ghurba. Dieser Begriff Mawaddat, die Prophet hier benutzt, wurde auch zur Beziehung zwischen Mann und Frau auch hier verwendet. Darüber werden wir später sprechen. Ja? Jetzt gehen wir einen Schritt weiter zum zweiten Überlieferung. Erst bitte sehen Sie diesen arabischen Text von Bahar al-Anwar, von Amali Sheikh Sadur. ابن المتوكل عن السعرودي عن البرقي عن عبد العظيم الحسني عن الحسن بن عبد الله بن يونس عن يونس بن زبيان قال عبو عبد الله بسيئة بايمش ديزه أبليف خوكت ديانيك ديدة سريشن إغان بوشة تفندت وده أم بيه ديزه أبليفة ونكراش. قال أبو عبد الله عليه السلام أبو عبد الله عليه السلام زكت لفاطمة عليه السلام أسماء عند الله عز وجل فوق فاطمة سلام الله عليها gibt es neun Namen bei Allah erhaben ist لفاطمه علیه السلام اسماء عند الله عز وجل و دیز اسماء زین نوی فاطمه صدیقه ال مبارکه الطاهره الزکیه و الرازیه و المرویه و المحدثه و الصحراء ایش ویدرهوله اقامیشه میت
ein Versuch, um das zu übersetzen. Fatima, Siddira, Dira Haftige, Mubaraka, die Gesegnete, Tadera, die Reine, Zakia, die Bescheidene, Radia, die Zufriedene, Marzia, die mit Gottes Entscheidungen zufrieden ist, Muhaddisa, die mit den Engeln sprach, und Zahra, die erlöscht. Ja, zwei Sprachen zwischen Eis und Najab. Najab heißt, wenn zwei Menschen miteinander in Ruhe ganz lange, ganz nicht laut miteinander sprechen, als Monatab. Ich höre arabische Text. Ich hoffe, dass durch die Wiederholung so Ihre arabische Erkenntnis eigentlich Ihnen helfen, um das Text in arabische Sprache zu verstehen. ومن كلام الله عليه السلام ربيعا أنه قال إلا دفن سيدة النساء عليه سيدة النساء فاطمة عليه السلام كالمناجي به رسول الله في يمن در كانت لايزة من قوفت صلى الله عليه وآله وسلم مناجبات ماخت شبشت عند قبره das heißt nach dieser Begräbnis spricht bei Gram, der Prophet, bei der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, so. Assalamu alaikum, ich lese erst den gesamten Text, weil er ist sehr, sehr schöner Text und macht uns eigentlich auch traurig und hilft uns, um diese Situation auch ein bisschen besser zu verstehen. Assalamu alaikum, ya Rasulallah. أني وأن ابنتك النازلة في جوارك. Wenn Sie auch kleinste arabische Erkenntnis haben, bitte konzentrieren Sie sich auf diesen Text. Sie werden verstehen. Das ist Worte von Amir al-Mu'minin alayhi salam. Die sind schon sehr Form von arabischer Sprache und die, Sie werden sehr, sehr schnell den Text verstehen. السلام عليك يا رسول الله أني وأن ابنتك الناظرة في جوارك والسريعة اللحاق بك قل يا رسول الله عن سفيتك صبري والرق عنها تجلدي إلا أن في التعسي لي بعظيم فرقتك وفادح مصيبتك موضع تعز فلقد وسدتك في ملحودة قبرك وفاضت بين النحر والصدر نفسك فإنا لله وإنا إليه راجعون فلقد استرجعت البديعة وأخذت الرحينة أما حزني فسرمت وأما ليلي فمصحت إلى أن يختار الله لي دارك التي أنت بها مقيم وستنبئك ابنتك بتظافر أمتك على حدها فأحفظها السؤال واستخبرها الحال هذا ولم يطل العهد ولم يخلو منك الذكر والسلام عليكما سلام مبدئ لا قال ولا سئم فإن أنصرف فلا عن ملالة وإن أغم فلا عن سوء ظن بما بعد الله الصابرين صلى الله على محمد وعلى آله اللهم صل على محمد وآل محمد. Weil eigentlich ich bin keine professionelle Pfarrer und denke nicht, dass hier so auch eine normale religiöse Rede sein sollte. Ich bitte euch um ungefähr 2-3 Minuten ganz genau, als ob ich spreche.
selbst diese deutsche Übersetzung durchlesen. Dann spreche ich weiter. Und darüber spreche ich miteinander. Aber ich wollte Sie selbst irgendwie in eine Beziehung mit diesem Text schaffen. Lesen Sie bitte das. 2, 3 Minuten. Ich versuche auch, wo mich selbst durchschreibe und dann. Ich wollte nur über 2 Sätze hier kurz im Zusammenhang mit unserer Diskussion etwas erzählen und dann mache ich einen Punkt. Sehen Sie diese Wort von Imam Ali al-Salam? Er sagt, Ya Rasulallah, 2. Seite, arabischer Text, fast am Ende. Qalla Ya Rasulallah. قال يا رسول الله عن سفيتك صبري ورق عنها تجلدي او جزانت الله meine geduld es ist ungefähr 3. Seite deutsche Text او جزانت الله meine geduld wegen des verlustes deiner auserwählten tochter ist gering und meine Ausdauer ihretwegen ist schwach geworden. Und dann ein weiterer Text, fast am Ende. فَلَغَدْ اِسْتُرْجِعَتِ الْوَدِيَةِ وَأُخِذَتِ الرَّهِينَةِ اَمَّا حُزْنِي فَسَّرْمَتْ Und die 4. Seite, arabische Text. اَمَّا حُزْنِي فَسَرْمَتْ اَمَّا لَيْلِي فَمُسَحَّتْ إِلَا أَنْ يَخْتَارَ اللَّهُ لِيَرَضَاكَ Und auf Deutsch Text 2. Absatz 2. Seite
Was meinen Kummer angeht, so ist er von ewigen Dauer. Und was meine Nächte betrifft, so sind sie schlaflos. Koran sagt, وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. Und dann spricht von Leile und sagt Leile, das heißt Nacht. Ja? Ist von vor ihrer Ruhe. Ja? خَلَقَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ, wenn ich das gut erinnere. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. Und dann sagt, in Nacht bekommen sie Ruhe. Jetzt, Imam Ali al-Salam spricht über Leile nach Verlust von Fatima Zahra und sagt, was meinen Kummer angeht, so ist er von ewiger Dauer. Und was meine Nächte betrifft, so sind sie schlaflos, Unruhe. Nochmal. Vers 21, Surah Rum. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. Jetzt diese Sukun, diese Ruhe, diese Friede durch Fatime ist weggegangen. Er sagt, jetzt meine Ruhe ist weg. Ja. Und wie befriedige ich diese schmerzhafte Unruhe? Ich sage immer zu mir, aber Ali, du hast auch Prophet sallallahu alaihi wa sallam verloren. Weige dich. Ja, aber diese Unruhe ist da. Eigentlich, diese Rede ist hier vorwahrt und fertig. Aber ich denke, eine gute Rede ist nicht eine Rede, die durch Sprechen alles geklärt wird, sondern eine gute Rede ist immer ein Anfang, um über diese Themen man mehr und mehr nachdenken kann. Wir haben zusammen über einige Themen gesprochen. Erst über diesen Begriff Zeichen, dass alle diese Sätze im Koran Zeichen Gottes sind, dass jede von euch und jede Tatsache da wird, eine Zeichen werden kann. Und dann diese, über diese Sukun, die den Heiligen heiraten, Zeichen Gott werden kann. Und dann diese Tatsache, dass Fatime, Salam alaikum, ist Kuf von Imam. Und dieser letzte Text, das sagt, dass nach Fatime Amir al-Salam verliert seine Ruhe. Inshallah, wa Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma ajjal fi faraji baytik. Waj'alna min a'wanihi wa an sunni mashinatih. Wa munna alayna bi ridah. Wa hablana ra'fatahu wa rahmatah. ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه وفي كل صابه وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تبعا وتمتعه فيها تليلا اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتنا ممات محمد وآل محمد اللهم ادخلنا في كل خير ادخلت فيه محمدا وآل محمد واخرجنا من كل سوء اخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم اجمعين
اللهم أصلح كل فاصل على مولى المؤمنين فأجل في فرج مرضانا وصلى الله على محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد.